Das ist es, was ich gesucht habe. Seid gegrüßt, ihr in der Lausitz und Umgebung, ihr im Bautzner Lande und im Oberlande. Ich bin mal wieder unterwegs, um Kräuter zu suchen, zu sammeln. Und das ist die Pflanze, die ich euch heute vorstellen möchte. Das ist nämlich der Beifuß. Beifuß, auch Donnerwurz genannt. Hat vielseitige oder sehr viele Namen. Und ich möchte euch kurz mal halt die Pflanze heute vorstellen, so wie er in der Natur vorkommt. Viele kennen ihn ja nur vom Gänsebraten, der um Weihnachten noch gegessen wird, wo er als Würzmittel eingesetzt wird. Aber der Beifuß hat noch viele andere Seiten, die ich euch heute noch erklären werde, die ich euch heute noch vorstellen möchte. Und etwas zur Geschichte des Beifuß gibt es auch noch. So, die Pflanze, ihr seht sie, ganz groß, kann bis 1,60 Meter ungefähr hoch werden, also eine sehr große Pflanze. Man erkennt sie vorwiegend an ihrem Stängel. Hier mit roter Färbung, das ist ganz wichtig, um ihn nicht zu verwechseln. Beifuß wird auch als wilder Wermut bezeichnet. Das liegt daran, dass die Blütenstände und die Blätter einen sehr bitteren Wirkstoff enthalten, ebenfalls ähnlich des Wermutes. Die Blüten und die Blätter können verwendet werden in der Medizin bzw. in der Naturheilkunde für Tees, für Salben, für Fußbäder, für Sitzbäder. Es ist ein wirklich sehr vielseitiges Kraut und der gesamte Korpus bzw. die ganze Pflanze kann auch hier wieder verwendet werden. Vom Wurzelstock angefangen über den Hauptstrang, die Mittelstreben mit den Blättern, mit den fiedrigen, die man hier sehr gut sieht, bis hin zur Blüte mit ihren wunderbaren ätherischen Ölen. Und wenn man sie in die Hand nimmt und zerreibt, fantastisch, ein sehr starker, angenehmer Duft, der diese Pflanze enthält. Ups. So, ich werde mir einige davon mitnehmen zum Trocknen und dann erkläre ich euch, warum und für was sie noch einsetzbar ist. So, also jetzt habe ich mich wieder unter meiner alten Tanne eingefunden, habe den Beifuß bei mir, habe ihn mitgenommen und habe hier schon mal vorbereitet gehabt, das Beifußkraut zum Trocknen, werde dann weiterhin die Blätter mitverwenden, sie abzupfen, zum Trocknen mit zerkleinern. Wer möchte, kann natürlich auch ein Kräuterbündel zusammenbinden. Beim Beifuß sollte man kleine Bündel machen, also nicht zu groß, 3-4 Stängel, so wie sie sind, unten zusammenbinden, verkehrt rum in einen Raum hängen, dass sie luftig trocknen können, ohne dass irgendwas passiert. Hängt sie nach unten auf und dann könnt ihr sie verwenden, so wie es eigentlich bekannt ist. Und etwas zur Geschichte des Beifußes. Der Beifuß ist eines der ältesten heiligen Pflanzen, die es in Europa gibt. Schon unsere Altvorderen, die Germanen und Kelten, verwendeten das Beifußkraut zum Räuchern. Sie nahmen es für Rituale mit und bei den Germanen wurde aus den Beifußpflanzen ein Gürtel gebunden. Deshalb heißt der Beifuß auch Sonnenwendgürtel, einer der Namen. Es gibt so viele vielseitige Namen, die immer auf die Altvorderen schließen lassen, wie Donnerkraut oder wie schon gesagt, das Sonnenwendgürtel. Der Sonnenwendgürtel, der dann zur Sommersonnenwende mit um den Bauch getragen worden ist. Wenn man übers Feuer gesprungen ist und die Pärchen sich gefunden haben, sollte es dann dazu beitragen, dass das Kraut seine heilende Wirkung und seine auch
erotisierende Wirkung freisetzt. Man hat auch das Kraut danach, nach Tanz und anderen Sachen, mit in das Feuer geschmissen, mit verbrannt, damit ein Schutz entsteht. Denn der Beifuß wurde als Schutzkraut verwendet gegen böse Geister, um sie zu vertreiben und Glück im Prinzip dem Träger oder demjenigen zu geben, der dieses Kraut mit sich führt. Also man konnte auch den Beifuß als Amulett in kleinen Beuteln um den Hals tragen, man konnte es in Sachen mittragen und es war ein wichtiger Schutz gegen das Böse und gegen böse Übel. Wie kommt der Name Beifuß zu seinem Namen? Bei den Römern, als die Römer unterwegs waren in Europa und die Römerstraßen anlegten, pflanzten sie den Beifuß als einfache Medizin, die für jeden Soldaten greifbar war, an ihre Römerstraßen. Man konnte dann den Beifuß nehmen, die Pflanze an sich, mit seinen Blättern und hat sie in den Schuh reingelegt, damit die müden Füße der Soldaten sich entspannen konnten und damit sie weitermarschieren konnten. Es konnte auch ein Tee daraus gekocht werden, der entspannt wirkte. Und deshalb war es wichtig, dass diese Pflanze immer greifbar war. Also die Römer machten sie in die Sandalen rein. Sie haben sie im Prinzip bei Fuß getragen. Deshalb auch der Name Beifuß, der sich bis in unsere heutige Zeit dann wahrscheinlich erhalten hat. Wie schon gesagt, bei den Kelten und Germanen eine sehr wichtige Pflanze, eine Ritualpflanze, weltweit verwendet in verschiedenen Varianten, Beifußvarianten. Die Chinesen nehmen die Beifußpflanze zum Moxen. Das ist eine Therapieform, wo über den Akupunkturpunkten die Pflanze verbrannt wird und die Hitze auf diese Akupunkturpunkte einwirkt. Die Verbrennung der ätherischen Öle wirkt dann auf die Haut und damit sollen Heilungsprozesse stattfinden. Ja, der übliche Umgang mit dem Beifuß hier in Europa ist ja, ihn als Beipflanze zum Braten mit dazu zu geben, zu fetten Speisen, als Würzkraut mit zu verwenden. Und deshalb ist er auch ein Mittel, was magenanregend, säfteanregend ist und er fördert im Prinzip die Verdauung. Aber man kann ihn auch für Sitzbäder verwenden, man kann ihn auch, wie schon gesagt, für Fußbäder verwenden. Eine sehr vielseitige Pflanze und vor unserer Haustür kann man ihn finden. Man braucht nicht gar nicht weit zu gehen. Meistens findet man ihn auf Trockenböden, Schutthalden und dürren Böden. Er ist eine Pflanze, die nicht viel Ansprüche stellt. Und man kann auch die Samen, wenn sie ausgereift sind, dann selber mit Pflanzen bzw. aussehen. Er kommt in jedem Blumentopf und man kann ihn auf dem Balkon wachsen lassen, um ihn dann weiter zu verwenden. Weitere Informationen könnt ihr euch aus dem Internet rausziehen. Es gibt so viele Sachen noch, die man über den Beifuß erzählen könnte. Ich wollte ihn einfach nur noch mal vorstellen. Es gibt noch die Möglichkeit, ihn zu bündeln, wie ich es hier schon mal gemacht habe, um ihn zum Räuchern zu verwenden. In Bayern zum Beispiel und in anderen Gegenden ist es heutzutage noch üblich, dass die Häuser an einem bestimmten Tag im Jahr ausgeräuchert werden, um Böses zu vertreiben. Man hat dann solche Räuchersticks, die man entzündet, geht damit durchs Haus, segnet das Haus und reinigt es gleichzeitig. Die Indianer in Nordamerika nehmen ebenfalls eine Art des Beifußes und reinigen ihn und verwenden ihn zu Ritualen. Sie reinigen ihren Körper damit, indem sie anzünden und im Prinzip über den ganzen Körper streichen und sich dann beräuchern mit diesen Sticks und mit diesem Pflanzenrauch, um auch in Verbindung mit ihren Göttern und ihren Geistern zu kommen. Wie schon gesagt, der Beifuß enthält sehr viele ätherische Öle und man sollte aber auch die Hinweise, die es gibt, beachten, was jetzt oder wo man sie nicht anwenden sollte. Also bei Frauen jetzt, die schwanger sind, die ein Kind bekommen, sie sollten im Prinzip diese Sachen nicht unbedingt nehmen und diesen Tee meiden. Oder Allergiker, die gegen die Pollenallergie allergisch sind, des Beifuß, sie sollten im Prinzip auch die Pflanze nicht unbedingt verwenden. Aber ansonsten kann man sie für Tees nehmen, man kann sie vielseitig noch verwenden für Öle, indem man zum Beispiel den Beifuß mit Mandelöl ansetzt, kann man ein sehr schönes Beifußöl herstellen, um die Füße damit einzureiben und einzumassieren und. Aber wie schon gesagt, da gibt es noch viele Anwendungsbereiche,
die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Guckt einfach ins Internet rein, belest euch drüber. Eine ganz tolle Pflanze, die vor der Haustür wächst, die uns die Mutter Natur zur Verfügung gestellt hat. Nutzt sie einfach und ich wünsche euch, dass es euch gut geht. Bis bald, euer alter Mirko. Also noch eins, bevor ich mich richtig verabschiede. Ich habe noch einen angelsächsischen Zaubersegen für euch gefunden. Den möchte ich gerne vorlesen. Er stellt die Pflanze als Heilpflanze und als Zauberpflanze vor. Und wie er verwendet worden ist, beziehungsweise wie man ihn aufgeschrieben hat, das kann man dann im angelsächsischen Neunkräutersegen nochmal nachlesen. Ich stelle ihn euch einfach mal vor, hört einfach mal zu. Angelsächsischer Zaubersegen. Erinnere dich beifuß, was du verkündet, was du anordnetest in feierlicher Kundgebung. Una heißt du Älteste der Kräuter. Du hast Macht gegen 3 und gegen 30. Du hast Macht gegen Gift und Ansteckung. Du hast Macht gegen das Übel, das über das Land dahinfährt. Dieser Zauberspruch ist schon sehr alt und ist uns erhalten geblieben. Einer der wenigen, die es gibt und die man nachlesen kann. Also dann bleibt gesund, bis bald.